Hallo meine Damen und Herren, was geht ab? Heute ist es spät wie noch nie, 20.57 Uhr. Ihr wisst, um 21 Uhr geht's los. Wir haben heute was ganz Besonderes bei Platz für 2. Und ihr wisst, das heißt Platz für 2, warum? Weil wir immer Platz für 2 haben. Nicht nur Platz für 2 Getränke. Nein, wir haben auch Platz für eine zweite Person. So, und heute ist ein Mega-Special. Denn wir haben schon ganz viel wunderbare, tolle, wunderschöne, wunderliebe, einfach perfekte Leute am Start gehabt. Und heute werden wir jemand ganz Besonderes wieder dabei haben. Sie sind ja alle ganz besonders, das ist ja das Tolle. Denn heute begrüßen wir Mario aus Staffel 8 von Hochzeit auf den ersten Blick. So, gestern kam das Finale. Was soll ich euch dazu sagen? Es kam einfach mal das Finale. So, bis dahin haben sich die Ereignisse, oder bis jetzt, danach haben sich die Ereignisse einfach mal überschnitten. Eins nach dem anderen ist passiert. Deswegen ich bin gar nicht mitgekommen. Ich bin gerade nach Hause gekommen und ich kann nur sagen, Annika ist getrennt, Manuela ist getrennt. Richtig krass. Da dachte ich, naja, witzige Sache oder nicht witzige Sache. Irgendwie schade. Im Endeffekt hat man in der Staffel gedacht, es geht viel mehr und viel mehr bleiben zusammen. Und dann im Endeffekt war es aber, die Trennung war einfach verzögert. Bei den Staffeln davor haben sich viele früher getrennt. Melissa ist getrennt. Melissa, wo ein Kind hat und alles, ist jetzt getrennt. Alles offiziell, richtig heftig. Also heute war der Trennungstag, muss man echt mal überlegen. Wenn wir noch drüber nachdenken, dass am 21. der Weltorgasmustag war, heute ist einfach mal der Trennungstag. Schade irgendwie, aber so ist es nun mal. Und ich freue mich mega. Und wisst ihr, warum ich mich mega freue? Ihr wisst, ich bin Musiker. Ihr wisst, Mario ist DJ. Mario ist für mich, und ich will es nicht übertreiben, und ich will jetzt auch nicht hier irgendwie Honig um den Mund schmieren, aber Mario ist für mich ein absoluter Held. Wir werden gleich rausfinden, warum. Denn Mario ist auch da und Mario hat heute auch Lust, mit uns abzuhängen. Ich bin mal gespannt. Ich schaue mal kurz, wie ich jemanden einladen kann. Ihr wisst, jedes Mal ist das so für mich die Technik. Ich bin irgendwie dieses Technik-Ding, dieses Influencer-Life oder so, ist nicht mein Ding. Ich bin Musiker, anders kann man sich sagen. Mein Lieber, deine Einladung ist gekommen und ich bin so gespannt. Ich sehe ihn heute auch das erste Mal per Videochat. Wir haben natürlich geschrieben und waren in Kontakt. Aber heute werde ich ihn... Hi! 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 Guck mal, ich habe mich den ganzen Tag auf dich gefreut und normalerweise sage ich sowas zu Frauen. Da bin ich jetzt froh, dass du es heute zu mir sagst. Aber wirklich, erzähl, wie geht es dir? Mir geht es sehr gut. Ich bin zwar etwas müde, weil ich eine relativ kurze Nacht hatte nach dem Finale. Ich war dann noch bis circa halb eins wach tatsächlich und um halb fünf hat dann mein Wecker geklingelt. Dementsprechend kleine Augen habe ich jetzt, aber für euch und für mich nehme ich gerne die Zeit und gehe gerne in den Live-Chat und Livestream. Mega, mega cool. Da freue ich mich natürlich auch mega, dass du dir die Zeit nimmst. Und wir haben auch schon gesagt, wir werden auch heute nicht zu lang machen. Spätestens um 22 Uhr ist heute Schicht im Schacht, weil du musst schlafen, ich muss schlafen, morgen ist Weihnachten. Ich fand es trotzdem mega toll, dass du gesagt hast, du nimmst dir heute die Zeit, weil ich muss sagen, ich bin ein kleiner Fanboy von dir. Muss man ja schon zugeben. Schleimer. Der Schleim kann ich auch, da hast du recht. Nein. Du bist ein Charmeur. So, ja, siehst du, Charmeur ist schon angenehm. Nein. Ich habe mich wirklich mega drauf gefreut, weil ich muss sagen, du hast mich von dem, was ich gesehen habe, fasziniert. Und ich habe letztes Jahr ja Hochzeit auf den ersten Blick gar nicht geguckt. Und heute war ja wirklich dieser schlimme Trennungstag, keine Ahnung. Melissa von letztem Jahr getrennt, Manuela getrennt, alle getrennt auf einmal. Wo man zuerst gedacht hat, jetzt ist eine gute Staffel. Aber du warst für mich ein Held. Und mir geht es gar nicht um die Frage, ob ihr zusammen seid oder nicht. Schieben wir ganz weit weg. Mir geht es darum, ich will von dir erfahren, wie hast du das gemacht, wie hast du das erlebt. Und ja, ich will dich kennenlernen. Für uns ist, also ich fühle mich so, wie wenn wir jetzt das erste Mal jetzt zusammensitzen, würden ein Bier trinken. Ich hoffe, du hast auch ein Getränk neben dir stehen. Ja, ich habe ein Getränk neben mir stehen, aber ich bin alkoholfrei. Ah, okay. Also ich würde mit dir trotzdem anstoßen. Auf sehr dich. Gerne. Ich glaube, wir sind beide erst vor kurzem nach Hause gekommen. Wir hatten heute beide einen recht stressigen Tag. Das stimmt. Ich bin tatsächlich erst vor einer guten halben Stunde nach Hause gekommen. Ich vor 20 Minuten. Ich war sogar noch im Penny einkaufen, weil morgen ja Weihnachten ist. Aber ja, fangen wir mal so an. Ich habe ganz viele Fragen. Ich muss meinen Kopf erstmal sortieren. Wie bist du auf die Idee gekommen, dich zu bewerben bei Hochzeit auf den ersten Blick? Die Idee, die kam mir eigentlich während der Staffel 7. Also Staffel 7 war für mich meine erste
Also für mich eigentlich meine erste Staffel. Ich habe vorher die Staffel nicht geguckt, muss ich gestehen. Ich habe auch deine Staffel nicht geguckt. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich habe im Nachhinein, also im Nachgang, als ich mich beworben habe, natürlich eure ganzen Videos gesehen, weil das hat mich dann schon interessiert. Aber Staffel 7 war so tatsächlich meine erste aktive Staffel. Kannst du mich verstehen, weil du so nah ans Handy gehst? Ich höre dich perfekt, alles gut. Super. Genau, und dieses Format hat mich total in den Bann gezogen und fasziniert. Und am meisten fasziniert, ich sage das immer wieder, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, am meisten fasziniert haben mich tatsächlich Annika und Manuel. Mich hat das fasziniert, wie sehr sie an dieses Experiment geglaubt haben und wie sehr sie dafür gekämpft haben. Und das Ergebnis sehen wir ja immer noch, dass aus Wissenschaft tatsächlich Liebe werden kann. Und da ich in der Vergangenheit oder in den Jahren davor ja in der Liebe nicht so viel Glück hatte, wollte ich es mal von der anderen Seite angehen und die Partnerwahl der Wissenschaft überlassen. So, und habe mich daraufhin nach der 7. Staffel beworben. Du wirst lachen. Für mich war damals Staffel 4 Selina und Steve ausschlaggebend, wo so mein Traumpärchen waren. Und ich dachte, hey, probier es einfach mal. Deswegen witzig, da hat man ja schon die Parallele. Du hast gesagt, du hattest vorher nicht so viel Glück. Erzähl, an was ist es gescheitert? Was war vorher die Problematik? Man reflektiert ja auch viel selber. Magst du drüber reden? Wenn nicht, auch nicht schlimm. Du darfst mir immer, wenn ich dich was frage, immer sagen, komm, Aaron will ich dir nicht sagen. Aber erzähl mal, was war vor Hochzeit auf den ersten Blick? Ich denke, dass in der heutigen Zeit ist es allgemein sehr schwer, jemanden zu finden, der sich noch irgendwie ernsthaft oder fester binden möchte, ohne, ja, es hat irgendwo jeder sein Päckchen zu tragen, was ich auch total verstehen kann. Aber in Zeiten von Online-Dating und diesen ganzen Geschichten, anders lernt man ja leider nicht mehr keinen mehr kennen, weil in der Disco spricht man niemanden an, man wird nicht mehr angesprochen. Selbst wenn man in der Disco jemanden toll findet, findet man den irgendwo bei Facebook oder bei Instagram und schreibt den da, anstatt ihn persönlich anzusprechen. Und mir ist dieses Online-Dating dermaßen auf den Keks gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es eine sehr, sehr oberflächliche und schnelllebige Geschichte ist. Man wird von heute auf morgen, wird man im Endeffekt ausgetauscht, wenn die kleinste Kleinigkeit nicht passt. Und das war mir irgendwann einfach zu blöd. Ich habe mich bei allen Portalen, die es da so gibt, die habe ich alle mal durchprobiert und habe das dann relativ schnell wieder gelöscht, weil es einfach nie zielführend war und doch immer irgendwo das Gleiche. Und ja, und dann hatte ich die Idee, irgendwann mal was anderes auszuprobieren. Ich war letztes Jahr, im Oktober 2020, habe ich bei einem kleineren Format mitgemacht. Das haben ja viele Follower und Zuschauer ja auch schon rausgekriegt. Die sind ja da Füchse und richtige Detektive. Ich habe bei Dinner Date von ZDF Neo mitgemacht. Es war eine kleinere Geschichte. Ach, krass! Ehrlich, cool. Ja. Und habe mich da eigentlich auch total, ja, blindlings beworben, ohne da irgendwie dran zu glauben. Eigentlich habe ich nie damit gerechnet, dran glauben schon, aber nicht damit gerechnet, dass ich da dann wirklich genommen oder ausgesucht werde. Dann hat er relativ schnell auch den Anruf, ob ich da nicht mitmachen möchte. Und ich weiß nicht, ob du das Format kennst. Du wirst lachen, mich hat Dinner Date angefragt und ich wollte mitmachen und dann habe ich eine Partnerin gefunden gehabt, die hinterher sowas wie mein Verderben war, aber ist nicht ganz so schlimm. Und ich habe es aber abgesagt. Aber ich kenne Dinner Date, ich wäre fast auch dort gelandet. Super witzig. Also es ist eine total kleine Produktion mit einer Kamera, mit zwei Kameras, mit einem kleinen Team dazu. Hat super viel Spaß gemacht. Man wird ganz lecker bekocht von netten jungen Frauen. Aber da gibt es ja kein Matching-Verfahren und da steckt Aber ja was will keine man mehr? Wissenschaft Eine dahinter. Frau, die für Wird einen einfach kocht, das ist doch geguckt. schon schön. Ja, genau. Und es wird einfach geguckt. Wer wohnt da denn noch in der Nähe? Und dann wird einfach mal geguckt, passt das oder passt das nicht? Also da steckt eigentlich gar nicht mehr dahinter. Ja, aber war lustig, eine witzige Erfahrung. Ja, und dann jetzt eben heuer Hochzeit auf den ersten Blick. Faszinierend. Aber jetzt haben wir über Online-Dating geredet und Online-Dating ist so eine Sache, ich sag's dir, gar nicht mein Ding, hasse ich. Wie du sagst, man wird ausgetauscht, es ist alles so schnelllebig. Ja, aber deine letzte In-Life-Beziehung, woran hat es da dran gescheitert? Nochmal bitte. Deine letzte Live-Beziehung, woran hat es da gescheitert? Warum hast du dich von deiner letzten Freundin getrennt? Vor Hochzeit auf den ersten Blick. Ist ein schwieriges Thema. Okay. Es war keine böse Trennung, aber der Grund, der ist sehr, sehr privat. Und Okay. den würde ich jetzt nicht so. Nein, dann Also lassen wir es natürlich weg.
für mich nichts Schlimmes oder es ist kein böses Blut geflossen, sagen wir es mal so. Aber da möchte ich die Person jetzt einfach schützen, indem ich da nichts dazu sage. Perfekt, wollen wir den genau, macht es so weiter, das ist ganz gut. Ich habe ja gesagt, du bist mein Held. Und warum bist du mein Held? Weil also ich bin jemand, ich reflektiere mein Verhalten extrem. Egal was passiert, egal was für ein Streit ist, egal was ich tue, ich bin ein Kopfmensch. Ich mache mich manchmal viel zu arg verrückt. Ich kann nächtelang nicht schlafen, weil ich mir Gedanken drüber mache, über mein Verhalten, über das Verhalten anderer. Und ich habe dich gesehen und ich habe dich so bewundert, weil ich einfach in dir eine Stärke, das ist jetzt nicht mal charmant gemeint, sondern ich sehe in dir eine Stärke, die ich nicht habe. Und ich meine, die Hochzeit, die war ja fantastisch, darfst du bestimmt auch gleich noch, oder erzählst du bestimmt auch gleich noch was. Und der erste Tiefpunkt ist ja aber so dieser spannende Moment. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe es angeguckt und es tat mir fast schon im Herzen. Ich dachte, hey, ich wäre in dieser Situation komplett auf Block gegangen. Wenn jemand zu mir so etwas sagen würde, was ja auch ehrlich und gut ist, und also ich will jetzt gar nicht das irgendwie negativ darstellen, gar nicht, es ist ja alles gut, nur ich hätte nicht damit umgehen können. Wenn mir jemand sagt, naja, weiß nicht, du bist nicht so meins, dann ich hätte nicht mit umgehen können. Erklär mir mal, was du da gemacht hast und wie du das geschafft hast, damit umzugehen und es überhaupt weiter zu probieren, weil ich hätte abgeblockt sofort. Also mit diesem Standpunkt und dieser Meinung, da bist du nicht alleine. Das bekomme ich tatsächlich ganz oft zu hören, dass die Leute wohl aufgestanden wären und einfach gegangen wären, wenn sie sowas Definitiv, an ja, ohne zu alles hören bekommen. weitere. Ja. Kann ich absolut nachvollziehen und bin auch jetzt, wo ich das im Nachgang auch gesehen habe, sehr, sehr stolz auf mich und total überrascht, weil in einer anderen Situation wäre ich wahrscheinlich genauso gegangen. Und das war auch ein Muster, das ich von früher kenne. Ich wäre einfach gegangen, weil ich die Schnauze voll gehabt habe. Aber in diesem Moment bin ich da gesessen, habe mir gedacht, und ich hatte ja auch vorher das Gespräch mit der Sandra Grilldorfer, die mir da Mut gemacht hat und hat gesagt, Mario, es geh nicht, brich das nicht ab, geh dahin, steh dein Mann, zieh dir was Schönes an, geh zu diesem Abendessen und redet da einfach drüber. Und da hat in mir was ausgelöst, wo ich mir gedacht habe, ja, stimmt eigentlich. In früheren Mustern bist du weggelaufen und jetzt setz dich dahin und stell dich dieser Situation. Und da so ruhig zu bleiben, ich bin selber überrascht von mir, aber ich habe so sehr an dieses Experiment geglaubt, ich habe so sehr an Lisa und mich geglaubt, dass ich in diesem Moment das nicht aufgeben wollte. Denn wenn man am Anfang so eine Schwierigkeit oder solche Differenzen und so eine Auseinandersetzung mal überwindet, ja, was soll da noch groß kommen? Also wenn man sowas mal schafft, nach so einer Situation dann trotzdem drauf aufzubauen und sich gemeinsam zu entwickeln, dann ist es viel, viel stärker im Nachgang und eine viel stärkere Beziehung, Ja. als so schnell aufzugeben. Weißt du, was ich meine? Das ist sehr verletzend gewesen und das hat mich auch wirklich viel, viel Kraft gekostet, das so mitzumachen und ich will jetzt nicht sagen ertragen, aber Doch, doch, natürlich, das ist schon ein nein, Ertragen, glaube es war ich, nicht nur ein oder nicht? Ertragen, sondern letztendlich, wir hatten ja auch ganz viele harmonische Momente in diesem Urlaub, was man in der Sendung jetzt gar nicht so gut erkennen konnte, das war nur so, wurde nur so kurz Ausschließlich. angeschnitten, aber wir hatten wirklich viele schöne harmonische Momente und du kennst es selber, man steht unter Druck, man möchte liefern und wenn aber sowas zwischen einem steht und man kann nicht wirklich offen darüber reden, das kann man Ja. nicht nur abends im Bett, wenn die Kameras weg sind, dann Ja. sprudelt es dann aus einem raus und da schätze ich aber auch Lisas Ehrlichkeit zu 100. Red einfach Hörst du mir? weiter. Da schätze ich aber auch Lisas Ehrlichkeit zu 100%, dass sie mir das so offen gesagt hat, Ja. weil wäre sie einfach abgereist oder in ein Einzelzimmer gegangen oder sonst irgendwas. Und ich wäre da gestanden und hätte nicht gewusst, was jetzt eigentlich los ist. Das hätte mir schwer zu schaffen gemacht. Das hätte mir mehr zu schaffen gemacht, als an dem Punkt, wo ich erfahren habe, wo das Problem ist, was ihr auf dem Herzen liegt. Und klar, man kann darüber streiten, wie man sowas ausdrückt. Aber lieber ist es mir, wenn jemand direkt und ehrlich ist, anstatt einfach aufzustehen und zu gehen, wie ich es in der Vergangenheit oft in diesen
Online-Dating-Geschichten erlebt habe, da wurde man einfach stehen gelassen, ohne irgendeine Begründung, und man hat nie erfahren. Deswegen, ich muss sagen, ich finde es wirklich faszinierend. Bei mir war es damals ja so, ich habe ja mega den Shitstorm bekommen, weil ich halt gesagt habe, ich will es nicht. Und für mich war relativ schnell klar, dass ich das nicht will. Und na, jetzt kann ich sagen, vielleicht war es ein Fehler. War bei mir in meinem besonderen Fall jetzt kein Fehler, muss man auch sagen. Aber bei dir war es genau dieses Gegenteil. Und ich habe dann überlegt, wäre es mir persönlich lieber gewesen, wenn es wie bei dir gewesen wäre? Und ich muss echt sagen, du musst ein Ego wie ein Nilpferd haben. Anders kann ich es gar nicht sagen. Also ich habe, da weiterzumachen, ist, mein Ego wäre so eingeschrumpelt gewesen. Ich glaube, das hat auch, weiß nicht, mit Selbstvertrauen, mit Ausgeglichenheit zu tun. Deswegen habe ich gemeint, du bist für mich da echt sowas wie ein Vorbild. Weil ich habe dann überlegt, an was würde das liegen, dass es mich so sehr verletzt hätte. Ganz ehrlich, mein Ego wäre geknickt gewesen und deswegen wäre es nicht gegangen. Punkt. So einfach kann man es, glaube ich, mittlerweile sagen. Und da fand ich dich einfach so ultra stark, weil du über das alles hinweggesehen hast und dieses Experiment wirklich ernst genommen hast. Gut, ernst genommen habe ich es auch, aber du hast es halt durchgezogen. Und das fand ich mega, mega cool. Vielen, vielen Dank. Aber wie war denn die Zeit? Man hat ja im Fernsehen. Ja. Ich habe von Sekunde 1 an dieses Experiment geglaubt, aber auch Lisa hat an dieses Experiment geglaubt. Lisa hätte genauso gut das unterbrechen können. Und wir haben halt beide wirklich trotz allen Differenzen, die wir hatten, an einem Strang gezogen und haben das durchgezogen. Und wenn man daran arbeitet, dann kann sich das durchaus auch auszahlen, auch wenn es ein harter Weg ist und auch ein schmerzhafter Weg. Aaron, ich möchte dich jetzt nur kurz unterbrechen. Möchte nur sagen, wir lesen diese Fragen unten nicht mit. Ja, wir lesen, Da du schreiben hast ganz recht. viele Leute ganz tolle Sachen, das habe ich schon gesehen, und grüßen und sind da total dabei. Dafür bin ich super, super dankbar. Das ist Ich total lieb sag von doch, euch. du bist ein toller Mensch. Dieses Feedback ist der Wahnsinn. Aber es ist mehr oder weniger, es ist jetzt ja, wir unterhalten uns, es ist ein Ja. Interview. Oder sowas wie ein Interview, und da ist es sehr, 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 sehr schwierig, auf diese Fragen einzugehen. Seht mir nach, seid mir bitte nicht böse, schreibt mir PNs, da sind eh schon Hunderte in meinem Briefkasten, die ich jetzt die kommenden Tage beantworten werde und wirklich alle lesen werde. Seid nicht böse, wenn ich es nicht ausführlich beantworte, aber ich werde es wirklich versprochen, ich werde es alles lesen die nächsten Tage und werde mir die Mühe Ja. machen, darauf einzugehen. Aber ihr könnt verstehen, es ist wirklich, ich werde überrollt, ich werde überrannt und mein Handy glüht. Verstehe ich. Und du hast recht, ja, ich bin auch froh, dass alle Leute da sind. Also erstmal Hallo an alle. Ich werde mal versuchen, ob ich es kann, aber Multitasking, ihr wisst, wir sind Männer. Ob wir beides so gleichzeitig machen können. Yvonne schreibt liebe Grüße beispielsweise. Wir werden das zwischendrin reinmachen. Da, ja, ich bin so fasziniert, was ich will mit dir reden. Ich blende gerade alles andere aus. Aber Ja, da ich sieht auch. man wieder, was für ein aufmerksamer Mensch und wie Du toll liest du auch nur am bist. Rande mit. Ja. Hi, du bist ein großartiger Mensch, Mann. Von deiner Art und Einstellung in jeglicher Hinsicht wünsche dir alles Glück der Welt und ruhige, besinnliche Feiertage. Herzlichst Anja. Go Mario, du bist ein toller Mann. Bleib so, wie du bist. Du wirst überrollt, weil du so ein sympathischer Mann bist. Und das ist, glaube ich, das, was passieren wird, Mario. Und das ist doch toll. Ich glaube, das ist Karma. Weißt du? Du hast was ausgehalten und du wurdest dafür wahrscheinlich auch belohnt. Wir reden später noch drüber. Und das, wo in dieser Zeit, wo diese Dreharbeiten waren, vielleicht auch für dich schwierig war, weil ich denke, es war für dich trotzdem schwierig, auch wenn du es mega toll gemeistert hast, kriegst du, glaube ich, jetzt hundertfach zurück. Guck mal, die Leute, die schreiben. Und das geht mir genauso. Und man liest es und man denkt, ey, du bist so ein toller Mann, du hast es so toll gemacht. Ich glaube, dieses Aushalten bringt dir jetzt auch, du kriegst dafür relativ viel zurück. Ich glaube an Karma. Und ich glaube, so war es jetzt auch ein bisschen bei dir, dass es kommt. Was ich auch faszinierend fand, ich hab eine ähnliche Ansicht gehabt wie du, dieses, naja, wenn man will, man arbeitet dran. Ich habe auch immer viel an Beziehungen gearbeitet. Ich habe aber gerade diese Woche den Gedanken gehabt mit Freunden, weil ich gesagt habe, naja, ich habe immer, wenn es von Anfang an irgendwie Schwierigkeiten gab, immer trotzdem weitergemacht. Und dann ist es nach 2 Jahren immer kaputt gegangen. Vielleicht war auch das der Fehler. Und wir haben dann überlegt, wenn es passt, dann passt. So wie bei Sabrina und Sebastian, da passt es relativ gut. Und ich finde deine Aussage mega toll. Ich habe nur für mich noch nicht den Weg gefunden. Ich weiß jetzt momentan gar nicht, lohnt sich daran zu arbeiten oder nicht. Aber wir werden es bei dir erfahren, ob sich es lohnen wird. Jetzt noch nicht. Aber Also irgendwann wird es kommen. ich finde ganz, Aaron, so ganz egal, wie das ausgeht,
Es lohnt sich immer dran zu arbeiten, weil für mich, also für mich persönlich, ist Aufgeben erstmal keine Lösung, Nie sondern eine Option, hast du recht, ja. man sollte nicht bei der kleinsten Schwierigkeit oder bei der ersten Schwierigkeit sofort die Flinte ins Korn werfen. Das ist so mein Credo. Und Ja. wie du sagst, jetzt auch dieses Feedback und wie Karma und sowas, dass das jetzt alles wirklich ja, im positiven Sinne hereinbricht. Das schmeichelt mir total und da bin ich auch super, super glücklich damit, weil ich merke, es hat sich in jeglicher Hinsicht gelohnt, bei diesem Projekt oder Experiment Hochzeit auf den ersten Blick mitzumachen. Ja. Und es ist total schön, weil man hat in der Vergangenheit auch natürlich Selbstzweifel. Woran liegt's? Liegt's an mir, dass es nicht funktioniert und so weiter. Aber jetzt so viel Komplimente und positives Feedback zu bekommen, das tut einem natürlich gut. Gar keine Frage. Man geht aus diesem Experiment dermaßen selbstbewusst und mit dicker Brust und gestärkt und völlig, also ich bin total mit mir im Reinen, das war ich davor schon und bin ich jetzt noch umso mehr. Ich bin total glücklich mit mir selber und dieses Glück dann mit einem Partner oder einer Partnerin zu teilen oder mit vielen Menschen, jetzt meinen Followern, meinen Fans, das tut einfach gut und ja, ist Balsam für die Seele. Hast du recht, ja. Wir kriegen gerade die Frage, sind Simone und Markus noch zusammen? Ich kann nur verraten, sie wurden vor kurzem auf dem Weihnachtsmarkt gesehen und man hat gesehen, wie sie den Weihnachtsbaum schmücken durchs Fenster. Insider-Infos. Also denkt euch euren Teil, ob sie zusammen sind oder nicht, weiß ich nicht, aber man hat sie Weihnachtsbaum schmücken gesehen. Ich bin totaler Fan, sowohl von Markus als auch von Simone. Seit der ersten Stunde, wie es momentan aussieht. Wer weiß, vielleicht machen sie es irgendwann öffentlich, aber zu den anderen Paaren, da bitte ich um Verständnis, außer bei Annika und David, die haben es öffentlich gemacht, bei Ralf und Manuela, die haben es öffentlich gemacht. Die Ja. beiden sind leider nicht mehr zusammen, sind aber trotzdem noch gut befreundet. Die beiden Paare, so viel kann ich verraten. Bei den anderen sage ich nichts dazu, das bitte ich zu verstehen, weil das müssen die Paare einfach selber für sich wissen. Und bei Lisa und mir, wir werden auch momentan nichts über unseren Fortgang sagen, weil wir das einfach privat leben wollen und da die Aber Öffentlichkeit kurze erstmal Frage. raushalten wollen. Aber ich Einfach kann nur so eine viel sagen, Frage. über kurz oder lang wird man es auch mitkriegen, wie es bei Lisa und mir läuft. Darf ich aber so irgendwas rauskitzeln, nur zum, also ich will gar keine Richtung haben. Ich will nur vielleicht Zeit gestern, die Ausstrahlung, ging es. Sag einfach Stopp. Nee, ich sag nicht Stopp. Ja, guter Mann. Da lasse ich dich jetzt total im Dunkeln tappen. Ich kann so viel Darfst du auch. verraten, wir haben Kontakt. Das ist doch schon mal viel mehr. Das reicht mir schon. Danke. Guck, da. Kontakt ist ja schon mal hier. Nein, alles gut. Verstehe ich auch. Und ich muss auch sagen, ich respektiere das. Du wirst lachen. Ich hatte zuletzt eine Beziehung, die habe ich komplett nicht öffentlich gemacht. Und bewusst, das war sogar ein Streitthema. Sie fand es gar nicht cool, dass es so nicht öffentlich ist. Und für mich war immer so, sei voll froh, dass es nicht öffentlich ist, weil du hast dieses Theater außenrum nicht. Es geht bei uns um uns. Und es ist Ja. niemand außenrum dabei. Und ich glaube, gerade dieses Außenrum, das kann auch viel kaputt machen. Der Witz war, ich habe es total gut gemeint und es kam total negativ an. So, ja, aber da bin ich total bei dir. Welcher der Experten ist dir am liebsten? Wen magst du am meisten? Sandra, Gehe nur noch Markus kurz oder? auf dein Statement davor ein. Ja, Es ist ja. immer ein zweischneidiges Schwert. Also ich finde immer, je mehr Menschen davon wissen über dein Privatleben, über dein Beziehungsleben, umso mehr Leute mischen sich ein Ja. und können das im schlimmsten Fall. Gerade jetzt auch, wenn man in der Öffentlichkeit steht, ist es sehr, sehr gefährlich. Deswegen muss man da wirklich abwägen und das jedem selber überlassen, ob er das öffentlich machen möchte oder nicht. Und deswegen akzeptiere ich das auch zum Beispiel von Simone und Markus total, dass ich die aus Social Media und so weiter komplett raushalten und einfach jeder für sich dieses Geschichte Experiment dieses Experiment Hochzeit auf den ersten Blick leben möchte. Egal wie das Ja. ausgeht, wenn es privat bleiben möchte, dann muss man das akzeptieren. Also, Finde ich auch richtig gut. jetzt zu der Frage, wer mein Lieblingsexperte ist. Da kann ich niemanden höher stellen als den anderen, weil jeder seinen absolut geilen Beitrag zu dieser Sendung liefert. Also ich kann nicht Du sagen, bist. wen mag ich lieber als den anderen.
Der Markus Ernst hat mich super betreut, der hat mich ja überrascht. Ja. Sandra hat Lisa überrascht. Mit Beate Quinn hatten wir ja auch das Thema bei mir hier zu Hause mit der äußerlichen Geschichte, mit der Sexualität und so weiter. Die haben uns auch super weitergeholfen. Jeder Experte für sich ist ein wahnsinnig starker und toller Charakter. Die waren zu jeder Zeit ansprechbar, sind es auch immer noch. Ja. Und sind ganz, ganz toll. Und ich kann eine kleine Anekdote erzählen. Also ich mag Sandra auch wirklich gerne. Als ich damals in den Workshop gekommen bin und zu Sandra in den Raum, das Erste, was ich zu ihr gesagt habe, auf sie habe ich mich am allermeisten gefreut, weil Sandras Art eine ganz, ganz herzliche und offene Art ist, die ich wahnsinnig an den Menschen schätze. Markus genauso und Beate, aber bei Sandra kommt es noch am meisten zur Geltung. Sandra ist ein ganz, ganz herzlicher und lieber Mensch. Sie arbeitet sehr professionell, aber trotzdem ist menschlich wirklich sehr, sehr herzlich. Also wenn Das ich stimmt. jemanden, War wenn sie ich bei mir sagen auch müsste, ich immer. mag jemanden am liebsten, ohne die anderen da irgendwie ins schlechte Licht zu rücken, dann wäre es vermutlich Sandra. Bin ich ganz bei dir? Sehe ich genauso. Ja. Interessant. Weißt du, was für mich eine ganz große Frage war? Wie ging es dir denn mit diesem sexuellen idealen Szenario und dass es ausgestrahlt wurde? Ich muss wirklich sagen, und das ist faszinierend, in der Öffentlichkeit wäre ich da mega prüde und es ist zwar lächerlich und auch ergibt auch keinen Sinn, aber mir wäre es peinlich gewesen. Was heißt peinlich? Um Gottes Willen, was ist mir peinlich? Wenn du jetzt sprichst, auf was ich stehe, würde ich es dir ja auch sagen. Ja, aber ich fand es, ich bin, glaube ich, in der Hinsicht prüde. Wie war das für dich? Erzähl mal. Hast du dich schwer getan, dein ideales sexuelles Szenario zu schreiben? War es für dich einfach? Hast du dir viel Gedanken drüber gemacht? Hast du es alleine gemacht? Hast du Leute gefragt? Wie ging es dir dabei? Also um das mal kurz zu erklären, das ideale sexuelle Szenario ist ein Teil des Matchings, das man schreiben muss, ja, muss, eigentlich muss. Das ist letztendlich ja, Den wie man perfekten sich Abend mit einer persönlich, Frau vorstellen im genau, Club. wie man sich den perfekten Abend mit einer Frau in Sachen Sexualität vorstellt. Und da kann man schreiben, was man möchte. Da gibt es keine Vorgaben oder keine Grenzen, keine Tabus. Und dieses Szenario ist auch wirklich nur für Beate Quinn gedacht und für einen selber. Und beim Schreiben habe ich mir ehrlich gesagt nicht schwer getan, weil ich auch kein prüder Mensch bin und weiß, mich auszudrücken und weiß, wer was ich will und was ich nicht will. Was die Ausstrahlung angeht, war ich etwas unglücklich, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich nicht gedacht hätte, dass es so umgesetzt wird. Und es war auch nie so, dass so viel kann ich glaube ich sagen, es war nie so, dass wir uns das laut vorgelesen haben. Auch wenn das im Fernsehen den Anschein macht, wir haben es uns nicht laut vorgelesen. Wir haben zwar das gegenseitig gelesen, aber im Nachgang selber dann vertont. Auch wenn ich jetzt vielleicht irgendwo eine auf den Deckel kriege, wenn ich das verrate, aber das ist mir sehr wichtig zu sagen, dass wir das nie laut vorlesen mussten, weil da waren viele entsetzt. Dass wir sowas auch vor einer Kamera vorlesen müssen. Wir durften Ich selber hätte nicht entscheiden. gemacht, ich hätte Angst gehabt. Nee, wir durften selber entscheiden. Es waren auch nur zwei oder drei Sätze, die wir selber ausgewählt haben, die wir laut per Sprachnachricht an die Produktion geschickt haben. Okay. Und wir haben es nicht laut vorgelesen. So, das wollte ich nur noch mal klarstellen, war mir auch ganz wichtig. Und ich fand es etwas plump dargestellt, auch mit dieser Musik unterlegt von 50 Shades of Grey, etwas unglücklich. Im Nachgang, letztendlich ist es so, ich habe das erzählt, ich habe meine Einwilligung gegeben, dass ich diese zwei, drei Sätze veröffentlichen, dass das veröffentlicht werden darf. Es ist okay für mich, ich bin d'accord, es wissen halt, es weiß halt halb Deutschland, worauf ich stehe oder worauf Lisa steht. Nee, es war ja nichts Schlimmes. Ist Du hast ja okay. nur gesagt, du hast gesagt, du wartest, bis sie vor Erregung zittert und dich anbettelt, weiterzumachen. Also ich glaube, das wird jedermann gefallen. Das ist ja jetzt kein Geheimnis. Also das ist ja okay. Auch wenn ich brüde bin, Ja. das wäre für mich auch okay. Ja, aber wie gesagt, mal etwas unglücklich in der Umsetzung, aber es ist Ja. okay und ich bin nicht böse. Also, wir setzen einen Haken dran, aber ich fand es auch faszinierend, weil wie gesagt, ich hab dann echt gedacht, boah, für mich,
Für mich war es schon schwierig, das zu schreiben, ehrlich gesagt. Deswegen, ich finde es gut, wenn das für dich so wirklich gar kein Stress war. Und ich glaube, man hat ja auch so gesehen, es hat ja bei euch wahrscheinlich auch gut getan, dass ihr das so irgendwie ein bisschen halber mitbekommen habt, weil sie ja dann damals auch sagte, hey, das ist die Art, die mir eigentlich gefallen wird, wo ich jetzt noch nicht gesehen habe. Und es ist ganz oft so beim Kennenlernen, du siehst ja nie 100% von dem Menschen. Ich glaube, selbst nach einer Beziehung, nach 2 Jahren, kennst du noch nicht 100% von dem Menschen. Du kennst viel und es kommt aber immer mehr und du musst dich immer näher kennenlernen. Und die Kommunikation ist für mich immer noch das A und das O. Wenn du nicht redest, funktioniert es nicht. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte noch nie so eine gute Kommunikation wie mit Lisa. Also das war vorher nie der Fall. Wir haben so offen gesprochen, auch über dieses Thema, über sämtliche, entschuldige, meine Nase ist etwas zu, wir haben über sämtliche andere Themen sprechen können, wie ich mit keiner anderen Frau vorher sprechen konnte. Und das war Ja. wirklich, das war auch unser Plus. Deswegen konnten wir auch diese Situation, ja, mit dieser Situation im Urlaub recht gut umgehen, in Anführungsstrichen, und es so handeln und dran festhalten, weil wir miteinander gesprochen haben. Und das war eigentlich unser Zugpferd, die Kommunikation. Und das ist so, so wichtig, weil die meisten Männer, das weiß ich, auch aus Erzählungen, aus Freundesbekanntenkreis oder jetzt auch durch Geschichten, die ich halt so zu lesen und zu hören bekomme, und was auch völlig normal ist, was ja auch Markus Ernst bestätigt hat, Männer reden normalerweise nicht oder tun sich sehr, sehr schwer mit dieser Kommunikation. Frauen natürlich auch, aber Männer mehr. Die meisten, also ich bin auch einer, ich quatsch dir das Ohr ab. Ich bin auch so, zu mir haben schon Frauen gesagt, lass mich in Ruhe, ich will mit dir nicht mehr reden. Du redest gerne, das weiß ich. Aber ich glaube, die meisten Männer, War das jetzt die positiv oder meisten Männer negativ? tun sich da wirklich schwer, sich zu öffnen oder über Gefühle zu sprechen, was ich auch total verstehen kann. Es ist nicht leicht. Oder Ja. mir ist es auch nicht leicht gefallen, mich da so zu offenbaren. Also es sind auch Tränen geflossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch das ist nicht so leicht, sich so schwach zu zeigen. Aber Ja. schon alleine diese Schwäche zu zeigen, ist eigentlich eine Stärke. Ja, dann lässt du dich drauf ein. Also ich glaube, in einer Beziehung, wenn ein Mann niemals irgendwie Gefühle zeigen würde oder niemals Tränen laufen lassen würde, dann ist es eine gespielte. Also da bin ich sogar bei dir. Also ganz ehrlich, wenn ich jemanden liebe, dann hätte ich da absolut auch keinen Stress, wenn wirklich was Schlimmes ist oder so. Dann kann ein Mann auch Tränen vergießen. Da bin ich sogar bei dir. Definitiv. Absolut. Aber ist es positiv oder negativ, dass du weißt, dass ich viel rede? Das überlasse ich jetzt dir. Nein. Ich finde es gut, wenn jemand kommunikativ ist. Also mir ist es viel lieber, wenn jemand zu viel redet, dann filtere ich das raus, was mich interessiert. Der Rest geht da rein und da raus. Wenn jemand gar Ja, nichts zu sagen hat, dann finde ich das noch sehr, sehr schlimmer. schade. Ja. Wenn man keine Gesprächsebene hat, und dann ist das auch relativ schnell bei mir, mit so einem Menschen kann ich nicht viel anfangen. Deine Frau kommt ja, und Frau darf man ja noch sagen, weil verheiratet seid ihr auf jeden Fall noch, das weiß man, allein weil egal wie, ein Trennungsjahr definitiv noch nicht rum wäre, kommt ja aus Vaihingen an der Enns. Ist ganz faszinierend, denn mein Tierarzt oder mein Zahntierarzt von meinem Hund kommt aus Seckach. Und ich fahre da relativ oft durch sogar. Ja, dann kannst du ja mal winken bei Gelegenheit. Ja, Subboard fahren, also ich fahre ja auch Subboard, wir könnten auch mal zu dritt Subboard fahren, wäre jetzt auch kein Thema. Aber ich würde wahrscheinlich auch reinfallen mittlerweile bei der Kälte. Ich habe es schon lange nicht mehr gemacht, ich habe gut zugenommen. Ich weiß nicht, ob ich mein Gleichgewicht noch so gut halten könnte. Du, Wie das ist war für dich so das erste witzig. Mal Subboard fahren? Ja, das war so witzig. Das hat mir so viel Spaß gemacht und habe mich da auch richtig auf diesen Tag gefreut. Wir hatten Bombenwetter. Und das Witzige war, das war ja unter der Woche. Und wir dachten, ja, da ist nichts los. Da können wir in Ruhe das Subboard fahren mit Kamera und so weiter. Da waren da auf einmal 5 Schulklassen da. Und Corona natürlich. alle wollten natürlich wissen, für was die Kamera ist und so weiter. Und es waren relativ junge Leute. Und denen haben wir dann erzählt, es ist fürs Radio. Und die haben das auch geschluckt und geglaubt, obwohl eine Kamera dabei war. Und es war sehr, sehr lustig. Und irgendwann sind wir dann aufs Wasser. Ich habe mich am Anfang etwas, naja, war etwas wackelig, weil ich Normal. es eben noch nie probiert habe. Aber es hat erstaunlich gut funktioniert und ich bin wirklich nur zweimal im Wasser gelegen. Einmal hat Lisa nachgeholfen mit dem Paddel, und einmal bin ich selber ausgerutscht und habe das Gleichgewicht verloren bei unserem Wettrennen. Aber es Ja. hat so viel Spaß gemacht, dass ich das jederzeit wieder machen würde. Also, ich sag dir, egal wo ich hinfahre, wenn ich musikalisch unterwegs bin, ich habe immer Subboards dabei und sogar immer zwei. Also, ich lade dich gerne auf eine Männer-Subboard-Tour ein.
Das können wir gerne noch machen, ja. Können wir gerne machen. Erzähl mal, aber jetzt, du bist DJ. So, seit wann bist du DJ? Das werden jetzt im Jahr 2022 werden es 18 Jahre. Auch mega Also cool. ich habe damals angefangen, ein Bekannter von mir hat Partys veranstaltet. Also ich fange mal ganz von vorne an. Für Musik interessiert habe ich mich eigentlich schon immer. Ich bin als 10-Jähriger damals immer schon vom Radio gesessen und habe jeden Freitagabend kamen die Charts im Radio auf Bayern 3 und habe mir da die Charts auf eine Kassette aufgenommen. Damals hatte man noch Kassetten und war wirklich jeden Freitag diese 2 Stunden durfte mich auch niemand stören, und habe das immer fleißig aufgenommen. Irgendwann wurde das halt langweilig, weil sich jede Woche so in den Charts hat nicht viel verändert. Und ja, das wurde dann immer weniger. Dann kamen auf einmal CDs oder wurden CDs für mich interessant. Ich habe zu meiner Kommunion meinen ersten CD-Player bekommen. Ich habe dann immer von meinem Taschengeld, das habe ich alles im Mediamarkt getragen und habe mir CDs gekauft. So, und irgendwann mit 15, 16 war das dann mit Internet, erst nicht ISDN, mit Modem und dann ISDN und später DSL. Man konnte sich Musik runterladen aus dem Internet und dann fleißig, ganz legal CDs brennen, weil man ja die Originale nur kopiert hat und die Originale immer schön aufgepasst hat. Du weißt, was ich meine. Und habe da angefangen, meine Musiksammlung auf ein Vielfaches zu erweitern. Also ich habe mittlerweile, glaube ich, immer noch über 2000 CDs, viele davon selber zusammengestellt, mit selbstgeschriebenen Covers, viele auch handgeschrieben, in verschiedenen Farben, weil ich auch dann mit 19 mir dann 2, 3 Koffer zusammengestellt habe. Und ein Bekannter von mir hat tatsächlich in der Schwulen- und Lesbenszene Partys veranstaltet. Und den kannte ich schon länger und er meinte ja, ob ich mir vorstellen könnte, für eine seiner Partys mal Musik zu machen. Und habe gesagt, ja, wieso nicht? Ist eine Party wie jede andere auch für mich. Ich bin da total offen und habe da überhaupt kein Problem damit, wenn jemand sexuell anders orientiert ist. Auf jeden Fall war eine super, mega Erfahrung. Den Leuten hat es total Spaß gemacht und die fanden es wirklich gut und habe das dann wirklich regelmäßig gemacht. Bin dann auch weiterempfohlen worden nach Regensburg, nach München, nach Augsburg und so weiter. War auch am CSD mehrmals auf dem Wagen, im Christopher Street Day, was eine super geile Erfahrung war. Und irgendwann wurde das dann weniger und es wurden so normale, in Anführungsstrichen normale Clubs dann immer mehr. Und auch Privatpartys, Geburtstage, das wurde dann auch irgendwann immer weniger, weil mir das dann nicht mehr so viel Spaß gemacht hat und habe mich dann auf Hochzeiten und Geburtstage spezialisiert tatsächlich, Betriebsfeiern und sowas. Und ab und zu mal noch in einer Bar oder in einem kleineren Club mache ich das schon noch, aber hauptsächlich mache ich eben Hochzeiten. Bin musiktechnisch oder vom Repertoire total breit aufgestellt. Ich interessiere mich für sehr, sehr viele unterschiedliche Musikrichtungen. Kenne mich da auch sehr gut aus, habe ein großes fundiertes Wissen zur Musik. Gut, so kleine Nischenmusikrichtungen ist für mich dann schwierig, aber so im Großen und Ganzen, was man so kennt, der letzten 30, 40 Jahre kenne ich mich sehr, sehr gut aus. Und das ist genau das Repertoire, was man halt auf einer Hochzeit auch braucht, weil da muss man den kleinen Enkel bespaßen und da muss man aber auch die Omi bespaßen für einen kleinen Walzer oder einen Discofox und sowas. Sollte man sich mit Musik schon auskennen. Und das macht mir nach wie vor riesen, riesen Spaß, Leute zu begeistern mit Musik und die zum Tanzen zu bringen. Leider durch die Pandemie ist vieles, vieles abgesagt worden. Und wenn jetzt die Frage aufkommt, bist du irgendwo auf Social Media als DJ? Nein, das bin ich nicht. Tatsächlich betreibe ich weder Homepage noch Facebook-Profil als DJ. Privat natürlich ja, aber als DJ nicht, weil ich über Weiterempfehlungen so viele Aufträge haben, weil die Leute so zufrieden sind mit mir, dass das wunderbar ohne diese Arbeit auf Social Media klappt. Und da bin ich auch sehr glücklich, denn Mund-zu-Mund-Propaganda ist die beste Das Werbung, die man Beste. haben kann. Das heißt, wenn ich auf Tour gehe und ich brauche einen DJ, kann ich dich anrufen? Dann kannst du mich anrufen, ja, wenn du noch mal heiraten solltest. Oder auch sonst kannst du mich gerne buchen.
Sehr schön. Ja, können wir mal quatschen. Du schickst mir mal später deine Adresse, wenn du möchtest. Und ich schicke dir mal ein Paket von meinen Sachen, von den unveröffentlichten. Vielleicht ist ja was für dich dabei. Aber ich schicke dir als Dankeschön auf jeden Fall mal was durch, wenn du haben möchtest. Musik ist immer Musik. Selbst wenn es dir nicht gefällt, darfst du es mir auch sagen. Ich verkrafte das voll und ganz. Ich Aber ich schicke bin dir mal offen was. für alles. Ich höre mir Musik immer an, egal ob es mir dann hinterher gefällt oder nicht. Und ich muss ja auch viel, viel Sachen spielen, die mir persönlich, die ich privat Nicht nie hören gefallen. würde. Ja. Aber da bin ich einfach total offen und auch sehr Dienstleister und auf mein Publikum bedacht und die Leute, die mich buchen, um die glücklich zu machen. Da geht es nicht um mich. Ja, mega cool. Was sind deine Zukunftspläne? Wie geht's weiter? Was werden wir von Mario in den nächsten 3, 4, 5 Jahren sehen, wie bei so einem Bewerbungsgespräch? Wo siehst du dich in 5 Jahren? Ich glaube, die Frage kam auch im Vorfeld beim Matching tatsächlich oder bevor es ins Matching ging, wo ich mich in 3 Jahren sehe, glaube ich, war die Frage oder in 5, ich weiß es gar nicht mehr. Immer Im fünf, weil besten 3 Jahre, Fall. du stellst keinen Mitarbeiter ein für 3 Jahre. Du willst schon mindestens 5, sonst lohnt sich die Arbeit nicht. Am besten unbefristet. Ja, noch besser. Also im besten Falle bin ich in 5 Jahren ein Papa von ein, zwei kleinen Kindern, weil ich schon gerne Familie möchte. Wäre so mein nächstes Ziel, das ich angehen möchte. Frage: Könntest du dir vorstellen, unverheiratet ein Kind zu bekommen, oder ist es dir wichtig, verheiratet zu sein und dann erst ein Kind zu bekommen? Das ist mir vollkommen egal. Okay. Also das ist Was sind mir für dich wirklich nicht wichtig. Voraussetzungen? Aber hast du Voraussetzungen, wo du sagst, das muss gegeben sein, dass ich sage, ja, ich will ein Kind? Ja, klar. Also auf jeden Fall muss die Beziehung so einen Stand haben und so gefestigt sein und so ein Vertrauen da sein. Und es müssen auch die äußeren Faktoren wie, ja, es muss finanziell natürlich passen, weil ein Kind, so blöd es klingt, ein Kind muss man sich auch finanziell leisten können. Und Ja, man ich habe möchte immer dem Kind gesagt, ja auch was vor 4.000 netto will ich kein Kind. Hört sich voll schlimm an, aber geben. vor 4.000 Ja, netto schön will ich wär's. kein Kind. Vielleicht habe ich deswegen noch keins. Gut, es kommt immer auf die eigenen Ansprüche an, natürlich. Ja. Nee, aber das sollte natürlich ja eine Basis da sein, auf der man aufbauen kann und erstmal sollte die Beziehung gefestigt sein, bevor man sich dafür entscheidet, ein gemeinsames Kind zu haben. Ob man jetzt Ja. verheiratet ist oder nicht, das sei dahingestellt. Wäre mir vollkommen egal. Natürlich ist es schöner, wenn man verheiratet ist und dann ein Kind kriegt. Aber ob verheiratet oder nicht, wenn in der Vergangenheit, wenn ich mit einer Partnerin ein Kind bekommen hätte, dann, ja, so what? Dann ist man entweder verheiratet oder nicht. Sagt ja nichts über die Gefühle oder die Liebe aus, die man zu diesem Kind hat. Darf ich dich noch fragen, was für dich, du hast einen Satz gesagt, der ist mir in Erinnerung geblieben, wenn ich mir eine Frau backen würde, jetzt mal unabhängig, aber ist schwierig, ja, ist schwierig, aber kannst du die oder könntest du die Frage oder möchtest du die Frage beantworten, wie würde eine gebackene Frau allein vom Aussehen für dich aussehen? Sei mir nicht böse, Aaron, wenn ich die Frage jetzt beantworte. Ich möchte da Lisa einfach nicht zu nahe treten. Ich habe Lisa ja gesagt, Ja. wenn ich mir eine backen würde, wäre es nicht Lisa. Aber damit würde ich Lisa jetzt irgendwo ins schlechte Licht rücken und das möchte ich einfach nicht. Wir skippen die Frage und auch das zeigt einfach wieder, dass mein Bild von dir genau das ist, was ich hatte. Also du bist so wie mein Bild von dir. Also ich bin begeistert von dir, wirklich. Die Finde Leute, ich wirklich toll, wie du das die gemacht hast. mich kennen, die wissen mein Beuteschema von früher. Es Ja. ist ein anderes Beuteschema, was aber total in Ordnung ist. Und man kann sein Beuteschema ist immer so ein blödes Wort. Aber du weißt, was ich meine. Seine Ja. optischen Präferenzen, was man halt schön findet oder Ja. was man sexy findet. Ja. Das kann sich mit der Zeit auch ändern und ein Mensch kann durch seinen Charakter und seine Art und Weise Ja. auch schön werden, auch wenn man ihn auf den ersten Blick vielleicht auf der Straße nicht angesprochen hätte, Ja. weil sich ein Mensch Ja. entwickeln kann. Du wirst Deswegen dann. habe ich auch zu Lisa am Standesamt Ja gesagt. Nicht, weil da Ja. Kameras waren, sondern weil ich aus vollem Herzen und voller Überzeugung Lisa heiraten wollte, weil sie mich Ja. begeistert und die hatte eine Ausstrahlung, eine Magie an diesem Tag, dass ich wirklich aus voller Überzeugung Ja zu Lisa gesagt habe, weil sie
schön war. Und ich habe auch zu ihr gesagt, was für eine schöne Frau. Und das habe ich auch genauso gemeint. Und da bin ich ganz bei dir. Für mich, ich habe das auch schon erlebt, für mich kann die schönste Frau der Welt hässlich werden durch ihre Art, durch ihr Verhalten mir gegenüber. Und genauso ist es mir relativ egal, ob sie 5 Kilo mehr hat oder 10 Kilo mehr hat oder weniger. Für mich ist so das Schönste, wenn ich eine Frau im Arm habe und sie schaut zu mir nach oben und sie guckt dich so verliebt an. Das ist für mich so einer der schönsten Momente, den du eigentlich mit einer Frau haben kannst. Wenn er Bestand haben würde. Und leider haben mich Frauen immer nur kurzweilig so angeguckt. Aber ich weiß genau, was du meinst. Wenn das mal der Fall ist und wenn dich eine Frau nach 10 Jahren noch so anschaut, dann hast du es geschafft. Dann ist es die Und richtige. bestes Beispiel die Familie, die bei mir auf der Hochzeit war. Ich weiß nicht, ob sie zugucken, Familie Burgess. Eine Wahnsinnsfamilie. Da weiß ich genau, die Emma schaut den David heute noch so an. Noch über 20 Wow. Jahren. Weißt du, was für mich Liebe ist? Also, wenn mich jemand fragt, was für mich Liebe ist, und das habe ich, glaube ich, damals auch bei Hochzeit auf den ersten Blick gesagt, ist ein bisschen eklig und romantisch, aber es war einfach so, meine Oma war Ewigkeit mit meinem Opa zusammen. Es waren beide Bauern, also die haben Weinberge gehabt, Schwein, Viehzucht, sonst was, Acker. Und mein Opa wurde halt im Pflegefall ein ganz, ganz schlimmer. Er hat sich sein Leben lang zu Tode gearbeitet, damit die Kinder irgendwas haben. Es war ein armer Mann eigentlich. Was heißt ein armer Mann? Er hat aus nichts irgendwie Gold gemacht. Und er war halt im Pflegefall. Und meine Oma ist an seinem Bett vorbeigelaufen und hat immer die Decke so, weißt du, so dran gedrückt, so dass wirklich kein Stückchen Luft reinkommt, sondern der musste schwitzen, wirklich. Da kam keine Luft ran. Und er hat dann zu ihr gesagt: Maria, geh weg, lass mich in Ruhe, blöd Kuh. Weil er halt, aber er hat es nicht böse gemeint. Im Pflegefall, dann ist es halt so. Und meine Oma hat ihn angeguckt und hat gesagt: Weh, Alfred, kannst noch so ein Arschloch sein. Ich liebe dich trotzdem. Und hat ihn auf die Stirn geküsst. Und das war für mich der Ausdruck von Liebe. Ich habe bisher noch nichts erlebt, was mehr für mich Liebe verkörpert als dieser Moment. Auch wenn er mit ein bisschen bösen Worten und sowas war. Aber es war für mich pure Liebe. Aber das nenne ich, das ist bedingungslos. Ja. Egal was passiert, egal was kommt, egal was aus diesem Menschen wird, wenn er alt wird, wenn er dement wird, zum Pflegefall oder was auch immer, das ist bedingungslose Liebe und das ist absolut bewundernswert und sehr, sehr berührend, so ein Moment. Ja, da bin ich ganz bei dir. Ja. Ja, mein Lieber, wir haben zwar gesagt bis 22 Uhr, aber ich will dich auch nicht zu lange aufhalten. Da muss ich ja ehrlich sagen, ich will jetzt auch nicht, dass wir das bis zum letzten Moment ausreizen. Ich hoffe, wir machen das nochmal, weil ich sage es dir ganz ehrlich, also jetzt nicht, kein Geschleim und nichts. Ich bin begeistert von dir und ich glaube wirklich, dass ich von dir mir so einige Scheiben abschneiden könnte und von dir noch lernen könnte. Deswegen freut es mich wirklich mega, dass wir uns heute gesehen haben. Gibt es von deiner Seite aus irgendwas, wo du sagst, hey, da will ich noch drüber quatschen? Gibt es noch irgend so einen kleinen Funken, wo du uns Insiderwissen geben willst? Nicht, ob ihr zusammen seid oder nicht, das werde ich gar nicht fragen, sondern gibt es von deiner Seite aus noch irgendwas, wo du sagst, hey, das sage ich jetzt noch? Es gibt, glaube ich, da mega viel Dinge, dass ich das gar nicht Tausend. an da irgendeinen konkreten Punkt. Hast du noch irgendwas, was dich interessieren würde? Oder gibt es Ich vielleicht habe noch noch was irgendwie, ganz liest du die Wichtiges. Fragen mit? Vielleicht gibt es noch irgendwie irgendeine Frage von den Zuschauern, Ja. die kann schon gar nicht mehr Also, scrollen, es ist zu viel. die Antworten waren bisher eigentlich nur, dass du perfekt bist, dass du ein ganz toller Mensch bist. Also ganz, ganz viel gutes Feedback für dich. Und die Frage natürlich, ob ihr noch zusammen seid, die wir heute hier nicht beantworten werden, sagen wir es nochmal offiziell, wir werden die Frage heute nicht beantworten. Wir werden das noch ein bisschen spannend machen, denn heute war der Tag der Trennungen und wir hoffen auf ein Happy End. Ich hoffe auf ein Happy End. Und ich finde es toll, wie ihr gemacht habt, wie ihr das alles ja gestartet habt. Was mich noch grundsätzlich interessieren würde, Ja. sind tausend Sachen. Ich muss meine Gedanken kurz sammeln. Du musst kurz eine Kleinigkeit erzählen, während ich meine Gedanken sammle. Sammle ich die Aber Gedanken. In der Zwischenzeit kann ich ja einfach mal mich nochmal bedanken. Ich lese gerade hier die ganzen Komplimente nochmal, habe nochmal kurz durchgescrollt. Ihr seid super, super lieb. Ich bin total überwältigt. Ich hätte niemals, wo ich mich beworben habe, letztes Jahr im Dezember, genau, hätte ich niemals gedacht, irgendwann mal bei Instagram, ich weiß gar nicht, wie viele Follower ich habe, 12.000? Ich habe keine Ahnung.
Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich gestern vor der Sendung hatte ich 6.500. Das hat sich mittlerweile fast verdoppelt. Und das ist so überwältigend, dieses Feedback zu bekommen. Und es gibt mir so viel und so viel Selbstbewusstsein. Es pusht einen dermaßen nach oben, weil es einen selber bestätigt in dem, was man tut. Und dafür bin ich ganz, ganz dankbar. Und es ist sehr, sehr, das wertschätze ich sehr, weil mir das unglaublich viel gibt, viel Kraft gibt und viel Bestätigung in dem, was ich tue. Und es ist einfach Wahnsinn. Ja. Meine Frage, die ich die ganze Zeit im Kopf hatte und jetzt sortieren musste: Wie war es für dich, die Entscheidung oder diese Rückblicke zu sehen mit allen anderen dabei? Ich hole ein bisschen aus. Für mich war das mega schwierig. Für mich war das, ich bin aber auch so ein Mensch. Ich würde nie bei anderen reinreden. Ich würde mir auch nie anmaßen, dir einen Beziehungstipp zu geben oder so, weil ich bin ja selber, also ich bin ja eine Flachpfeife, sonst hätte ich ja eine glückliche Beziehung. Also holt euch keine Beziehungstipps von mir, um Gottes Willen, rennt woanders hin, fragt Mario, Mario wird es besser beantworten. Aber für mich war dieser Moment, und bei uns in Staffel 5 war das das erste Mal, dass die anderen dabei waren. Und es war für mich so richtig, richtig schwierig, weil du in eine Situation reingedrängt worden bist, wo für dich sehr emotional war, schwierig, du gar nicht wusstest, wie du mit umgehst, dann sind andere Leute dabei und dann bewerten dich andere Leute. Und das ist etwas, was ich in meinem Leben sowieso verurteile. Ich lasse mich nicht von anderen Leuten bewerten, aber wird immer passieren. Aber es stößt mir negativ auf, wenn Leute 10 Minuten Video von mir sehen und bewerten mich, weil ich weiß, ich komme nicht unbedingt immer positiv rüber, das ist auch ganz klar. Aber es war für mich einfach echt schwierig, weil es einfach emotionale Momente sind, andere sind dabei. Wie war das für dich? Weil du warst, glaube ich, in dem Moment relativ ruhig. Andere haben da viel diskutiert. Bei mir damals hat auch Damian relativ viel gesagt und so Sachen. Und es war für mich sogar ein kleiner Weltzusammenbruch, was bei mir damals passiert ist. Aber wie war das für dich? Also wir wussten ja oder wir haben es ja geahnt, was da kommt. Man hat es auch ganz klar oder ganz deutlich gestern an der Körperhaltung gesehen. Als wir da nach vorne sind, saßen wir beide wirklich aufrecht, Schultern zurück, haben die Hochzeit gesehen und waren wirklich stolz auf uns. Und dann kam auch schon die Musik dazu und ging dann um den Urlaub, um diesen Konflikt, um diese Auseinandersetzung. Da sind wir beide total in uns zusammengesackt, weil wir uns in dem Moment wirklich geschämt haben. Wir kannten die anderen gerade mal irgendwie 1, 2, 3 Stunden, die kannten wir noch nicht lange. Und dann so viel zu offenbaren, schon was passiert ist, das war in dem Moment ja erstmal schwer damit umzugehen. Und ich bin sowieso ein Mensch, ich brauche immer, wenn ich eine Situation nicht kenne, dann bin ich erstmal unsicher und muss mich dran gewöhnen, damit ich dann auch wirklich aus mir rauskomme. Und dann auch selbstbewusst damit umgehe. Und das hat in dem Moment ein bisschen gedauert, weil es wirklich auch, ja, dass denen gleich das präsentiert wird, war mir nicht so angenehm. Aber da die Gruppe so toll war und die Gruppe mega positiv reagiert hat, hat uns das wieder Mut gegeben und Kraft gegeben, auch darüber zu erzählen, warum es dazu kam. Weil wir waren auch Gott sei Dank nicht die Ersten, weil das wäre wirklich nochmal schwieriger gewesen. Aber durch den Rückhalt der ganzen Gruppe war das im Endeffekt nicht allzu schlimm. Genau, und ja, und man hat ja auch viel von den Kommentaren gehört, also die haben es ja durchweg positiv, nicht unbedingt positiv, aber verständnisvoll dann auch aufgenommen. Ja, da bin ich bei dir und finde ich richtig cool. Für mich, also ganz ehrlich, du warst für mich jetzt ein Highlight bei meinen Livestreams, muss ich einfach sagen. Du warst das Highlight. Einfach nur, auch nicht nur, einfach weil du so bist, wie man es dich einschätzt. Du bist ein liebevoller Mensch und ich will jetzt keinen Honig im Mund schmieren, sondern ich bin echt begeistert von dir und ich hoffe, wir bleiben da weiter in Kontakt. Und eins kann ich dir nur versprechen: egal wo, egal wann, egal wie, du wirst immer bei mir herzlich willkommen sein, sei es auf Konzerten, privat, sonst was, komm gerne mal vorbei, wenn du in der Nähe bist. Und ich hoffe, wir werden weiter drüber quatschen und ich wünsche dir wirklich von Herzen, egal wie es ausgeht, alles, alles Gute und ich kann dir, so wie dir 1000 Leute sagen, einfach nur sagen, bleib genauso wie du bist. Ich muss gestehen, ich wäre gern ein bisschen wie du. In der Hinsicht, wirklich. Also, ja. Ja, aber ganz ehrlich, ich versuche einfach immer so zu sein, wie ich wirklich bin und so authentisch wie möglich. Und das war auch immer mein Credo,
den ersten Buchstaben bei der Bewerbung geschrieben habe. Sag ich, Mario, du bist ab jetzt so ehrlich zu dir selbst, wie es nur gerade geht. Weil wenn man sich selber belügt, dann belügt man auch andere Menschen. Und klar, ab und zu eine Notlüge, das macht jeder, das ist so. Aber im Grunde genommen, wenn man sich nicht selber reflektieren kann und sich selber anders darstellt, als man ist, dann wird man nicht für voll genommen. Und wenn man so authentisch wie möglich ist, mit allen positiven, aber auch allen negativen Seiten, dann siehst du oder merke ich, das ist das, was einen Menschen ausmacht und das ist das, was da draußen jetzt bei diesen Menschen so gut ankommt. Und die Authentizität. Wahnsinn. Also wenn was einem das gibt, wenn man einfach man selber ist, mit allem, was dazugehört, mit allen Stärken und Schwächen. Und dafür bin ich mega, mega dankbar. Ich glaube, du bist mega ausgeglichen. Was für ein Sternzeichen bist du, wurde gerade gefragt. Ich bin Stier. Ha! Was Ja, bist ich du denn? auch. Du auch? Ich bin jetzt nicht so ausgeglichen wie du, das muss ich gestehen. Aber okay, ich glaube, deswegen bist du mir vielleicht auch so hardcore sympathisch. Ja, bin bei dir. Also Okay, wir sind beide Stier. Wann hast du Geburtstag? bei der Analyse von Markus Ernst, bei diesen ganzen Tests, da gibt es ja eine Skala, also im Fernsehen wurden nur zwei Skalen gezeigt, aber da gibt es auch eine Skala von, wie impulsiv ist jemand oder wie schnell lässt sich jemand aus der Ruhe bringen, irgendwie sowas, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und da gibt es eine Skala von 0 bis 100. Was glaubst du, welchen Wert ich habe? Als Stier hast du eigentlich einen ganz niedrigen, meiner Meinung nach, weil ich habe einen niedrigen, aber ich bin mir sicher, dass du 88. Nee, 88 heißt, ich bin total in Rage und aggressiv oder schnell Achso, nein, aggressiv. nein, 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 dann hast du eine 11. Nee. Eine 1. Ja, aber guck 100 habe mal, ich nicht. 11. Eine 1. Also mich bringt so schnell wirklich nichts aus der Ruhe. Und ich bin auch sehr schwer zu Okay. provozieren. Es sei denn, ich bin ein Mensch, der einen starken Gesinn für Gerechtigkeit hat. Wenn ich merke, es Ja. ist etwas ungerecht oder mir wird Unrecht getan, dann kann ich schon mal aus der Haut fahren, aber nie, nie böse oder respektlos. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Kritik oder auch, wenn man mal lauter wird, trotzdem immer den nötigen Respekt zu wahren. Also ich gestehe dir, ich hätte da keine Eins. Kann ich dir einfach nur sagen, auch wenn wir beide Stiere sind, Ist ich auch hätte da total in keine Ordnung. Eins. Jeder Das ist er, wie weiß er ich. ist. Und das ist auch Ja. total in Ordnung, da keine Eins zu haben. Ja, also Mario, ich will dich nicht abwürgen und gar nichts, aber ich weiß, du willst ins Bett. Und aus diesem Grund sage ich dir vielen, vielen lieben Dank und das meine ich wirklich von Herzen. Da geht es jetzt nicht darum, irgendwie einen Livestream oder sonst was zu machen, sondern wie gesagt, ich war ein kleiner Fanboy. Ich habe mich selber mega gefreut, dich kennenzulernen. Jetzt auch mal live, nicht nur mit dem Schreiben. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und ich hoffe, wir bleiben weiter in Kontakt. Ich hoffe, irgendwann wiederholen wir das vielleicht. Und egal, wie es bei dir ausgeht, ich wünsche euch beiden von Herzen alles Gute und ihr seid mein Highlight gewesen. Und ich bin wirklich begeistert. Und jetzt geht ganz, ganz schnell ins Bett. Und ja, einfach danke dafür, dass du dabei warst. Ich habe mir gerne die Zeit genommen, es hat mir wirklich Spaß gemacht, auch wenn ich total müde war. Bin auch, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank für die Resonanz und für die ganzen Fragen, die wir leider nicht beantworten konnten, weil es eben so eine Art Live-Talk war. Aber es wird mit Sicherheit, das verspreche ich euch, schon nächste Woche nochmal ein Live geben, zusammen mit Manuela. Wie und wann genau, das wird dann irgendwo veröffentlicht werden. Und da gehen wir dann nochmal auf eure Fragen ein. Ich werde auch morgen noch mein kleines Video posten und Weihnachtsgruß rauslassen. Da dürft ihr auch gespannt sein, habe ich mir auch eine kleine lustige Idee überlegt. Auf jeden Fall danke für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit, dass ihr so lange durchgehalten habt, jetzt eine Stunde. Es waren teilweise über 500 Leute hier im Chat. Mega, mega gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke, lieber Aaron, für das coole Gespräch. Können wir gerne mal wiederholen. Ich wünsche Ja, dir auch eine freut mich gute auch. Nacht. Mit Manuela werden wir auch sprechen. Ich habe da ein paar Infos, reden wir jetzt nicht drüber. Aber ich danke dir wirklich vielmals und danke. Jeder wird dankbar sein, dass du da bist, dass du so eine ehrliche Haut bist und wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder. Dir jetzt eine gute Nacht und wir hören uns morgen, mein Lieber. Alles klar. Danke dir, Aaron. Mach's gut. Gute Nacht. Du auch. Ciao, ciao. Tschüss.